Ich bin Partnerin von Plasma Studio. Plasma Studio ist jetzt mittlerweile vor knapp mehr als 20 Jahren in London entstanden, aus der Zusammenarbeit von Eva Castro, Holger Kehne und mir. Eva Castro ist Argentinierin, Holger Kehne Deutscher und ich aus Südtirol. So war das von Anfang an ein guter Mix von der Herkunft, von der Ausbildung, aber auch von den Sachen, die wir gut können. Und ich glaube, gerade deshalb haben wir begonnen, zusammen zu arbeiten, weil wir gesehen haben, dass wir zusammen mehr schaffen können als jeder Einzelne von uns. Ziemlich bald habe ich persönlich gemerkt, London ist nicht der Ort, wo ich hingehöre. Mein Herz gehört in die Berge und ich habe aber auch die Möglichkeit gesehen, die Südtirol mir geboten hat. Ich konnte einfach als junge Architektin hier sehr viel mehr realisieren, als ich es hätte können, wäre ich in London geblieben. Und so war dann Anfang der 2000er Jahre die Entscheidung naheliegend, dass ich zurück nach Südtirol gekommen bin. Insofern haben wir als Büro eigentlich schon vor 20 Jahren über eine Distanz zusammengearbeitet. Also was wir jetzt gerade in den letzten dreiviertel Jahr mittlerweile als Realität viele erlebt haben, haben wir als kleines Büro eigentlich fast unser ganzes Bestehen lang praktiziert. Meistens sind das so 9, 10 Leute, welche eigentlich vernetzt zusammenarbeiten. Es gibt schon an jedem Standort ein Büro, ein kleines Büro, aber irgendwo ist es immer Zusammenarbeiten auf eine Distanz. Zeitweise, abhängig vom Lebensabschnitt eines jeden von uns, war es dann auch manchmal Homeoffice. Aber ja, wir waren daran gewöhnt und insofern war dies nichts Neues für uns. Wir haben uns jetzt alle extrem zurückgezogen. Wie schaffen wir es wieder, dass wir alle aus diesem Kokon heraustreten? Dann, wir warten alle so sehr darauf, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es uns ganz gut gelingt von Anfang an. Das, glaube ich, sehe ich eine Riesenherausforderung. Und natürlich dann, wir sind Architekturgestalter, auch Städteplaner. Und ich glaube, da ist es gerade in dieser erweiterten Ebene, wird es sehr viele Herausforderungen geben. Herausforderungen und wieder Möglichkeiten.